Hallo und willkommen. Heute möchte ich euch mal einen Zweiteiler präsentieren. Aus zwei Gründen. Erstens, ich brauche ein bisschen halt die Zeit, um ein bisschen die Geschichte von dem Teil zu erzählen. Und ja, weil ich es noch auspacken muss. Ist auch noch ein Grund. Ich möchte euch heute vorstellen, das Schlechteste, was ich in meiner Sammlung habe, also den größten Schrott. Ja, seht ja schon, es ist ein Special Review. Ich habe diesmal nur Special Review Flugzeug hingeschrieben. Okay, in Klammern, ich weiß noch nicht. Es ist Superior, es ist eine Kopie von Superior. Ich zeig's euch, es ist noch original verpackt, weil ich es eigentlich nicht auspacken will. Ich hoffe, ihr könnt diesen Gecher-Gesicht, dieses Gecher-Gesicht schön erkennen. Ja, es ist weiß angemalt, hat eine rote Zunge oder einen roten Mund. Es sieht aus, als ob es ja Gecher-mäßig oder jeden Teil die Zunge raussteckt. Es hat so viel mit Cyprien zu tun, wie ich wahrscheinlich mit X-Men, also echt gar nichts. So ein bisschen, zumindest gesichtmäßig ist das komplett daneben. Die einzelnen Teile an sich sehen gar nicht mal so übel aus, solange man es nicht in der Hand nimmt. Ich habe das Ding genauso lange wie dieses, die anderen beiden Transformer, die ich mal vorgestellt hatte. Und zwar, ich packe einfach mal die links hin. Ich glaube, es war jetzt eins oder zwei Sachen. Und das Problem ist, ich musste dieses Teil auch damals halt dazu kaufen. Also ich war so ein bisschen gezwungen. Ja, es ist der größte Käse, den ich je leider in meine Hand nehmen musste. Wobei in der Verpackung sieht es noch gut aus. Also die Verarbeitung dieses Zeugs ist Käse. Eigentlich will ich es gar nicht auspacken, weil ich weiß, dass es dann in 5 Minuten durchs ganze Zimmer fliegt und irgendwann spätestens in einer halben Stunde oder so in einer Tonne landet, der ganze Käse. Weil ich mich einfach nur darüber ärgere, wie widerlich der ganze Käse ist. Ich glaube, ich lasse es auch mit diesen zwei Teilen und zeige euch nur mal kurz in der Verpackung. Wenn ihr wirklich mir das antun wollt und dieses wie das Ding in ausgepacktem Zustand sehen wollt, kann ich mir das nochmal überlegen. Also, schreibt es dann. Kommen wir erstmal zu. Ich hatte insgesamt drei Varianten. Die eine war auch noch original verpackt, weiß ich allerdings nicht mehr, wo die abgeblieben ist. Die zweite hat die ausgepackt, darum weiß ich, wie die Verarbeitung und das Material in allem ist. Problem bei dem Ausgepackten ist halt, wie man sich schon denken kann, er ist in 1000 Teilen irgendwie auseinandergefallen und selbst es kommt einfach nichts mehr bei raus, wenn ich das versuche zusammenzubauen. Es ist einfach nur Schrott. Gucken wir uns erstmal so ein bisschen diese einzelnen Teile an. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen trotz Packung. Zum Beispiel schick ist diese Sache mit den Stickern. Es wurde versucht, dieses Autobot-Symbol nachzumachen, weil Superior ja ein guter ist. Aber sie konnten sich jetzt nicht einigen, welche Farbe nun die Autobots haben wahrscheinlich. Darum haben sie hier einen roten Sticker und hier einen lilanen Sticker hingemacht. Oder sie wussten zumindest nicht, was, wenn er nun gut oder böse ist, keine Ahnung. Denn ist hier der Versuch gemacht worden, dieses Energon-Gedönse, diesen Energon-Stern nachzukopieren. Was ich der Meinung bin, das sieht auch eher schlecht aus. Und alles in allem ist das wirklich mies. So, zu den einzelnen Modes oder Modis. Und zwar die vier Teile können sich in halt noch Flugzeuge und Roboter verwandeln. Der fünfte Teil, dieses Teil, habe ich ehrlich gesagt noch keinen separaten Robotermodus gefunden. Obwohl ich das wirklich in der Hand hatte und wirklich geguckt habe. Es hat keinen Robotermodus. Ich weiß nicht, wenn es jetzt ein Fehler
wenn sie den einfach vergessen haben oder man diesen riesen Roboterkopf drauf lassen soll, weil der ist einfach, den zieht man nur ab. Hier zu dieser Gebrauchsanweisung brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ist fast so hilfreich wie, weiß ich nicht, Salz auf die Wunde zu streuen. Also es ist wirklich der größte Käse, den ich besitze in meiner Sammlung. Ich behalte dieses Teil einfach nur so als kleines Mahnmal. Aus folgendem Grund. Erstens, ich habe dafür wirklich 10 Euro bezahlt für den Käse. Also das tut mir dann ehrlich gesagt auch weh, dann die 10 Euro wegzuschmeißen. Dann behalte ich es halt. Zweitens, in der Verpackung sieht es wirklich noch okay aus. Solange man es nicht rausnimmt und in der Hand nimmt, sobald man es in der Hand hat, merkt man eigentlich, wie schlimm es ist. Die Verarbeitung ist schlecht, das Plastik ist billig, schlecht. Die Bemalung ist Käse. Es stört mich wirklich eigentlich nur dieser Kopf, wenn sie den ein bisschen besser gemacht hätten. So ein klein bisschen besser. Dann hätte ich es nicht wirklich drüber meckern können, aber so ist das wirklich von vorne bis hinten Schrott. Und eigentlich hat es eine Verbannung in dieser Schachtel verdient, für immer. Als mahnendes Negativbeispiel. Also so nicht. Ich weiß, viele werden jetzt gleich so drunter schreiben, ja, das gibt's doch für 3 oder 2 Euro irgendwo auf irgendwelchen Krabbeltischen. Kann sein, ich habe da wirklich für 10 Euro bezahlt. Wie gesagt, ich habe 3 gekauft, weil ich die 3 kaufen musste. Die Geschichte ist relativ leicht. Ich hatte einen Bekannten, den ich gefragt habe, der hatte Kontakt nach China und habe ich gesagt, ah, du hast ja Kontakt nach China, dann möchte ich ein paar Kopien haben, möchte ein bisschen was Unterschiedliches, ein bisschen was Verrücktes. Sollte von der Qualität auch gut aussehen. Ja, brauche ich nicht zu sagen, dass das nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Und ja gut, ich hätte jetzt sagen können, steckst dir eine Haare, aber so bin ich halt nicht. Hab's halt aus meiner Gutmütigkeit, sagen wir mal, einfach ja mitgenommen, bezahlt, wie auch immer. Und muss zugeben, dass das wirklich das Schlechteste ist. Na gut. Was bleibt mir zu sagen? Hände weg von zu schlechten Kopien. Es sei, sag ich mal, wenn der Preis stimmt, dann kann man sich auch so einen Käse kaufen. Wenn der Preis, sag ich mal, wenn das jetzt, weiß ich nicht, höchstens 5 Euro. Für 5 Euro würde ich sagen, okay, kann man es kaufen, dann ist es egal. Oder irgendwo noch günstiger, dann kann man sich sogar 2 oder 3 Stück holen. Dann kann man sie als Repaint missbrauchen oder wie auch immer. Aber da ich leider kein Talent zum Malen habe, bleibt es halt so. Ich hoffe, euch hat diese kleine Mahnung gefallen und ich hoffe, ihr wollt nicht wirklich noch einen zweiten Teil haben. Falls ihr den doch haben wollt und mir das wirklich antun wollt, okay, für euch würde ich mir das sogar antun, das Ding auszupacken, vor der Kamera euch zu zeigen, in was die Dinger sich verwandeln. Aber ich übernehme keine Garantie, wenn mir irgendwas abbricht und halt ihr denn irgendwas knacken hört im Hintergrund, weil dann zerdrücke ich einfach das Zeug. Hört sich jetzt fies an, aber ich sage, ich hatte es schon in der Hand und da fallen halt Sachen ab oder brechen sehr schnell ab, wenn man Pech hat. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, mein kleines Video. Ich sage erstmal tschüss, bis dann.